Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, wir haben in der letzten Folge Kind machen können. Ich bin mal gespannt, wann das soweit ist mit dem. Das hat mir ja gemacht, ne? Da ist nichts mehr. Gibt nichts zu bezahlen, okay. Zuneigung 100%, Stimmung 14. Machen wir mal, wie geht es dir? Was ist es diesmal? Hat jemand nicht über deine Witze gelacht? Ich meine es ernst, es geht um unser Kind. Oh. Mein Bauch fühlt sich schlimmer an als damals, als ich den Pilz reingedrungen habe. Ich fürchte, etwas Schlimmes passiert gerade. Was kann ich tun? Hol Hilfe, den nächsten Kräuterkundler, den du finden kannst. Oh, nicht gut. Okay, dann sollten wir mal Kräuterkundler holen. Ist nur die Frage, sicher ist sicher, war das, ne? Quest verfolgen. Ja, dann. Uiuiui. Dann gehen wir mal zu einem Kräuterkundler. Aha. Toll, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber gut, Weiber halt, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt zum Kräuterkundler und anschließend würde ich ganz gerne nochmal die ganzen Fähigkeiten der Bewohner durchgehen. Oh. Birnenwein, ja, den haben wir uns in den Kopf, das ist gut. Nehmen wir doch alles mit. Da haben wir noch ein Brett. Nehmen wir auch mit. Und eine Steinaxt. Sehr schön. Und mir wurde gesagt, ich soll immer mal bei den Brücken Ausschau halten. Ich weiß, wir müssen zu dem Dingens. Aber dann die Fässer will ich mal schnell looten. Weil das wird wohl immer wieder was angeschwemmt. Setzlinge. Das ist auch gut. Und Haferkorn. Das ist doch auch gut. Hallo? Nimm noch mehr. So, jetzt. Also, zum Kräuterkundler. Ich denke mal, der wird da hinten in dem Städtchen sein, wo wir schon mal waren. Was ist das für Holzstapel? Eieieiei. Ich soll doch zum Kräuterkundler. Kann ich auch irgendwo alles transferieren? Irgendwie alles nehmen? Nee, ne? Ach, keine Ahnung. So. Ach, das ist einmal der Stapel hier, okay. Löwenzahn, seit wann gibt es denn hier Löwenzahn? Nehmen wir auch mal mit, haben wir noch nicht. Dann haben wir hier noch was. Oh, Met, nehmen wir mit. Nehmen wir Met. Da ist sonst nichts mehr. Johanniskraut. Holzstamm nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Axt nehmen wir mit. Stamm nehmen wir mit. Met nehmen wir mit. So, jetzt ist aber mal genug mit Finden. Ich muss meiner Frau mal helfen. Das heißt, wir müssen wohl nach, wie heißt das? Rollnicker. Ach, beim letzten Mal waren wir beim Denicker, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Warte mal auf die Map gucken. Ja, Rollnicker müssen wir jetzt. Oh je. Da haben wir ja einen weiten Weg vor uns. Aber vielleicht kann ich mir auf dem Rückweg die Kutsche leisten. Aber ich glaube es nicht. Das waren ja 400, 500... Taler, die sie da haben wollten. Und da liegt der nächste Karren. Ja, vielleicht sollte ich nur noch spazieren gehen. Keine Häuser mehr bauen, ich gehe nur noch spazieren. Lohnt sich ja richtig. War das hier nicht. Hier liegen immer noch die Säcke, aber die kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr looten. Nein. Ja, dann... Gehen wir mal spazieren.
Das heißt, die Frau, die will, warte mal, die hat irgendwas mit Magen, das heißt Kümmerling oder so, deswegen der Kräuterkundler. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer was anderes. Ich wollte eigentlich erstmal hier die ganzen Charaktere nochmal durchgehen, weil da hat mir auch irgendwer geschrieben gehabt. Sorry, wenn ich immer vergesse, wer das geschrieben hat, aber das sind so viele Kommentare immer. Dass ich die Fähigkeiten mal durchgehen soll, weil jeder hat so seine bestimmten Fähigkeiten. Und der eine, ein Kupferspeer. Der eine ist halt besser im Nähen, der andere besser im Holzhacken, keine Ahnung, Jagen. Und das wollte ich eigentlich jetzt mal optimieren. Nur ich glaube, das mit sicher ist ein bisschen notwendiger. Ah, wir sind ja auch bald da. Da können wir gleich mal gucken, was da so die Händler haben. Eieiei, und das nächste. Die sind zu blöd mit so Karren zu fahren, oder? Kann das sein? Das ist, wenn man ohne Führerschein fährt mit dem Karren, ne? Und zu schnell in die Kurve und dann passiert sowas halt, ne? Ja, ja, ja. Was kostet denn dann daheim? How are you? Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Wo soll es hingehen? Achso, mein eigenes Dorf geht nicht. Das wäre dann Gostovia. 470. Nee. Goodbye. Fast 500 will er dafür haben. Das mache ich jetzt auch. Anstatt die ganze Zeit Messer zu craften und verkaufen, baue ich mir einen Wagen und dann fahre ich sie von A nach B alle. Die haben alle schon verputzte Hütchen. Das würde ich auch ganz gerne bei mir machen. So, wo ist denn der Kräuterhändler? Ne, ihr bestimmt nicht. Ach, guck mal, das sieht doch. Das sieht doch gut aus. Komm hier ran. Das wird schon. Gib ihr einfach etwas Fruchtsaft oder sowas. Ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Du wirst jetzt bereitwillig all deine Heiltränke und Kräuter einpacken, zu meiner Frau folgen, um ihr zu helfen. Kapiert? Lass mich meine Tasche holen. Alles, was nötig ist. Sehr gut. Sehr gut. Wird erstmal angeschnauzt. Nichts mit Saft oder so. Gleich bei hier. So, zeig mal, was hast du denn so? Zeig mir mal deine Waren. Achso, du bist hier so ein Dings, ne? So ein, ja, Habe ich irgendwas zu verkaufen? Apfelbaumsetzling. Ja, den werde ich nicht... Hier, das können wir erstmal verkaufen, weil ich Trinkwasser. Das reicht zum Überleben. Hauptsache erstmal Kohle machen. Kupferspeer, den können wir auch verkaufen. Ah, warte mal. Oh, jetzt ist er weg. Shit. Weil den können wir auch verkaufen, Med. Den Kupferspeer hätten wir nutzen können, um mal Wildschwein oder ähnliches zu killen. Die Pelzstiefel. Stimmt, ich hatte noch irgendwo meine alten Latschen oder habe ich die schon verkauft? Kalkstein, Steinsteinack, Säckchen, Weizen. Ja, gut, okay. Take care. Halt nett, was haben wir da oben noch? Achso, die Kräuter. Ach, die doppelt mir jetzt hinterher, oder was? Okay, dann, Mädel, komm mit. Geht's mal wieder heim. Nicht wundern, ich muss halt überall mal reinlunzen und looten, ne? Sag mal, was grunzt du mich von der Seite an? Das wäre auch mal was. Mal ein paar Tiere kaufen. Oder klauen, geht auch. Na komm, put. Was ist, wenn ich jetzt die Kutsche benutze? Kommt die mit oder muss die auch bezahlen? Ey, mir laufen. Ich habe da so irgendwie das blöde Gefühl, wir reisen dann darüber, dann stehe ich alleine da und die steht hier bei dem Fuhrmann und wartet, dass ich es abhole. Sieht schon lustig aus, wenn sie mir hinterher rennt.
Na komm. Put, 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 put. Schneller, 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 schneller. Hallo Hase. Ach ja. Toll. Ich hab doch hier genug zu tun. Sicher ist sicher. Breitwegerich und Speisemorschel. Ist nur die Frage, wo kriege ich denn das? Speisemorschel hört sich nach einem Pilz an. Breitwegerich, weiß ich, was es ist. Klar. Ist mir nur... Ich weiß halt nicht, wie es hier im Game aussieht. Aber ich glaube, breitwegerich könnte ich sogar... Ne? Ach, das ist ein Stein. Ich könnte ein bisschen Klee pflücken. Speisemorscheln. Aber gut, ich habe alles mögliche an Pilze gefarmt. Also es könnte gut möglich sein, dass ich was da habe. Johanniskraut, Johanniskraut. Macht auch Sinn dann mit den Kräutern. Also doch, ich habe nämlich schon überlegt, was will man mit Löwenzahn, Johanniskraut und dem ganzen Kram. Aber ja, macht schon Sinn. Das ist kein Stock. Ich will den Pilz. Speisemorschel. Okay, also das sind die kleinen komischen hier. Ja, sorry, ich kenne mich mit Pilzen nicht aus. Also ja, so ein paar kenne ich, aber auch nicht alle. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Jetzt müssen wir noch den Breitwegerich finden. Das ist nur die Frage... Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir den auch haben. Ich weiß halt nicht, ob der so aussieht wie ein Original hier im Game, aber hm. Deswegen gucke ich mir jetzt einfach mal alles an Grünzeug an, was ich finde. Was ist eigentlich, wenn ich schwimme? Geht die auch schwimmen? Sorry, das muss ich jetzt testen. Geht die auch schwimmen? Schwimmt die mit mir nach Hause? Oh, okay, das funktioniert ja. Könnte ich eigentlich mit der auch nach Hause schwimmen? Stopp. Hm, jetzt auch nichts, auch nichts, auch nichts. Ich brauche Breitwegerich. Ja, vielleicht habe ich es im Lager. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir suchen jetzt einfach alles ab. Zweige. Ja, die sind auch gut. Nehmen wir uns einmal Zweige mit und dann haben wir Level Up überleben. Sehr schön. Es kann gut sein, dass ich schon daheim was hab. Was Tobias hier? Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist Breitwegerich? Deswegen einfach Däumchen drücken, dass daheim was ist. Was war hier? Stock. Zweige. Grünzeug. Noch mehr Grünzeug. Was bist du? Grünzeug. Sie ist doch die Kräuterkundlerin. Warum kannst du es nicht selber pflücken? Die weiß doch auch, wie es aussieht. Die läuft dann hier einfach rein. Blub, blub, blub. Hat ihre drei Breitwegerich und gut ist. Ist das überhaupt noch richtig? Laufen wir noch richtig? Ne, wir müssen da lang. Fahren Bären, ja. Ah, die sind noch grün. Brauchen wir nicht. Stock. Zweige. Ich
weiß, irgendwo hatte ich ihn schon gesehen, den Breitwegerich. Breitwegerich. Hallo. Geh doch mal weg vor der Tür, du Dummnuss. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah. Haben wir rausgefunden, wie die Tür aufgeht. Juhu. Schön für dich. Abliefern an Filiberta. Ja, bin ich schon dabei. Ah, Verdauungsstörung. Okay. Ach, die andere ist jetzt weg. Hm. Okay. Ja. Ich wollte ja mal kurz hier reinschauen. Nee, hier nicht. Gibt es halt eine genau, es gibt da eine Gesamtauflistung. Männchen. Beruf Holzfäller. Ach, das sind die Dingens hier. Okay. Kriege ich auch mal angezeigt, was irgendwie was ist? Das ist Jagen. Samogost müsste jagen gehen. Macht er auch. Der hat überall gute Werte. Dann. Warte mal, Holzfäller ist der Beste. Der Holzfäller. Das ist Jagen. Das ist Landwirtschaft. Brauchen wir noch gar nicht. Dann. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist der Rainer. Vielleicht Rainer und Filiberta tauschen. Die Filiberta nähen lassen. Die ist auf Stufe 2. Das müsste Handwerk sein. Status dick. Okay. Und reine Holzfällen lassen. Ja. Also, wie geht das? Nee, gehen wir doch gleich. Doch, machen wir hier. Ach, Mann. Holzschuppen. Reine. Mhm. Und Filiberta muss nähen gehen, solange sie es noch kann. Die Filiberta. So, das sollte funktionieren. Das sieht jetzt so ganz gut aus. Okay, jetzt erstmal mein ganzes Kräutergedöns rausschmeißen. Wir hatten doch letztens noch irgendwas gebaut gehabt. Achso, das war die Näherei. Stimmt, einen Grabungsschuppen sollte ich ja noch bauen. Was bist du eigentlich? War das nicht sogar sowas? Ja, genau. Da haben wir doch sowas. Da haben wir doch sowas. Grabungsschuppen. Genau. Vielleicht sollte ich nochmal einen Angestellten holen. Macht vielleicht schon Sinn, weil, wir haben ja noch Platz in den Häuschen. Eine Dame würde, glaube ich, noch gehen. Und dann können wir weiter Häuschen bauen. Aber Grabungsschuppen, wurde mir gesagt, wäre von Vorteil, weil die sammeln dann Steinchen und allem. Hey, Friend. Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Komm mit. Ach, stimmt. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, irgendwie. Die hat wieder Hunger, Durst und ja. Irgendwie kann man auch am Lagerfeuer sehen, was wer wie wo kann. Ich stopfe die jetzt erstmal in den Grabungsschuppen. Egal, ob sie es kann oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist ein Grabung? Grabungsschuppen. Das Gebäude muss gebaut werden. Hä? Oh. Shit. Da hat ja noch was gefehlt. Was hat denn da gefehlt?
Ach stimmt, da war ja unsere 19 Uhr Liebelei. So. Geh doch mal da raus. Hab mich schon gewundert, keine Kiste und nix. So, wir stopfen erstmal die neue da rein. Spitzhacke und Schaufel braucht die. Ist die Frage, kriege ich hier irgendwo das Symbol an? Das müsste doch auch Handwerk sein, ne? Ne, oder ist hier das erste? Philibert, die Frieda, die ist doch gar nicht mal schlecht. Da passt es doch. Spitzhacke und Schaufel. Spitzhacke und Schaufel. Und ich muss sie noch in ein Haus hinzufügen. Ist jetzt die Frage, wer wohnt hier? Da wohnen die zwei. Essen, kein Wasser, kein Holz, ist alles da. So. Spitzhacke und Schaufel. Kann ich die herstellen? Fehlt mir irgendwas? Spitzhacke fehlt Stein. Für die Schaufel fehlt nichts. Nehmen wir gleich ein paar mehr. Komm, 4. Gehen wir mal schnell Steinchen sammeln. Breitwegerich. Ah, hier wächst er. Ich wollte schon sagen, irgendwo hatte ich es gesehen gehabt, dass er wächst. Ja, das Game ist schon ganz cool. Wäre halt noch schön, wenn es einen Multiplayer gäbe. Noch einen Holzstamm. Stellt euch mal vor, wenn jeder von euch sein eigenes Dörfchen bauen kann. Man kann sich gegenseitig besuchen und gegenseitig die Dörfer abbrennen oder irgendwas. Keine Ahnung. Stell ich mir ganz lustig vor. So. Holzstamm. Nehmen wir mal 2. Dann kann ich, glaube ich, 2 Spitzhacken herstellen. Nein, ich kann nur eine, weil ein Stein fehlt noch. Na super. Spitzhacke, wo ist die Schaufel? Wo ist die Schaufel? Ach, da oben, 4 Stück. Kann sie mehr schaufeln wie kloppen. So, dann müssen wir das Ganze noch einstellen, dass die auch was schafft, außer nur Kern. Produktion. Das heißt, Stein, Stroh ist nicht schlecht fürs Dach. Dann machen wir hier. Wisst ihr was? Wir machen alles auf 25%. Sollte funktionieren. So, dann mache ich mal wieder ein bisschen Müll aus dem Inventar. Ich hatte ja den ganzen Kräutergedöns, war ja bei mir im Inventar drin. Ne? Und bei mir im Haus. Da haben wir Apfelbaumsetzlinge. Muss ich mal gucken, ob ich die setzen. Apropos, wollten wir nicht mit Leinsamen Felder bestellen oder sowas? Ich muss jetzt mal gucken, irgendwo waren meine. Ah, da sind so meine Bäumchen. Gatter, Zäune, Gebäude, Handarbeit. War das hier dabei? Landwirtschaft. Feld. Plantage. Wir brauchen Felder. So, jetzt. Wo ist mein Sack? Da. Samen auswählen. Feld. Leinsamen. Achso, wir müssen erstmal hacken, ne? Wo ist meine Hacke?
Okay. Wo ist die Hacke? Wo ist die Hacke? Holzhacke. Auf die 6. Ich glaube, da kann ich noch viel mehr machen. Aber gut, machen wir erstmal. Säckchen mit Dünger. Kann ich hier irgendwo? Dünger hatte ich doch, ja. Ich glaube, wir machen noch mehr Felder. Das ist blöd. Das mal. Ach, das kann man. Oh. Ja, da hätte mir ja mal jemand sagen können. Da ist ein Baum im Weg. Hm. Landwirtschaft. Eine Scheune wäre dann auch mal interessant zu bauen, ja. So, jetzt machen wir das hier so. Ja. Was ist denn dein Problem? Es gibt Hindernisse. Wegen dem Stöckchen oder was? Kann doch nicht sein. Nochmal. Was guckst denn du da vorne so blöd? Landwirtschaft. Ach, 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 ach. Da geht schon nicht mehr. Ich glaube wegen dem Hügel. Ey, dann ziehen wir es uns so runter. Was soll's. Hauptsache Feld. So, 6. Okay. Dann die 7 war Säckchen. Da können wir düngen. So, jetzt Leinsamen. Ungepflügt. Mhm. So, jetzt aber. Ja, schon cool gemacht irgendwie, ne? Okay, dann Obstbäume. Obstbäume, wo stehen denn meine Bäumchen? Hatte ich nicht hier irgendwo? Hä? Ach da. Da werde ich auch noch mal ein bisschen erweitern. Weil ich habe ja irgendwelche Bäume gekriegt. Keine Ahnung, was es noch mal war, aber irgendwas war es. Na komm, mach doch. Haben wir jetzt? Ja, wir haben jetzt. So, wie war denn das bei den Bäumchen? Muss auch umgegraben werden, ne? So, dann das Säckchen. Samen auswählen, Plantage. Birnenbaum, Apfelbaum haben wir noch. Pflaumenbaum haben wir noch. Ach komm, wir machen mal einen Pflaumenbaum.
Und dann sollte ich vielleicht auch bald mal gucken. Apfelbaum, das ist Kirsche, hä? Ja, genau, Kirsche. Oh, ich sollte mal was trinken. Und dann schlafen gehen. Okay, ich hoffe ja, dass das funktioniert. Gehen wir mal pennen. Warum stehen die dann alle hier mitten im Dorf? Wollen die noch nicht schlafen gehen? Wie viel haben wir denn? Wo war denn das mit der Uhr? Ach da, 2034. Nur, ja, haben wir ja noch Zeit. Materiallager, Grabungsschuppen. Ja, okay, okay, okay. Fertigkeiten. Was bist du? Okay, mehr Erfahrung. Zusätzliches Getreide auf Feldern ernten. Okay. Ich glaube, da ist das schon mal ganz gut. Und hier sind wir jetzt schon. Was warst du nochmal? Das ist gut. Erstmal. Gut, aber dann sehe ich gerade, wir sind schon über 30 Minuten. Ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren, ne? Schlaf bis zum nächsten Tag. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier in der nächsten Folge machen. Ich werde mal gucken. Ich denke, vielleicht ist es gar nicht mal verkehrt, noch ein Häuschen zu bauen und dann so in Richtung Scheune, Schuppen, tralala, dass wir hier, ne, so die Landwirtschaft so ein bisschen voranbringen. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Bäumchen wachsen auch. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.